Endlich ist es soweit. Mein Starter-Pokémon, Katze, entwickelt sich und wird zu einem wunderschönen Maskagato. Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Pokémon Karmesin. Hier auf Katze. Wir beginnen direkt damit, dass wir ein wildes Schmerbel fangen. Auf Level 25. Denn wenn wir schon hier im Wasser sind, lassen wir uns diese Chance nicht entgehen. Und es wurde überrascht. Vielleicht wird das sogar so ein perfekter Start in das Video, wenn dieses Pokémon direkt in diesem Superball bleibt. Und es ist uns gelungen. Klasse! Schmerbel wurde gefangen. Und das alles innerhalb einer Minute in diesem Video. Wie cool. Schmerbel, seine zwei Barteln dienen ihm als empfindliches Radarsystem. Selbst in schlammigem Wasser kann es so die Position seiner Beute ausmachen. Sehr, sehr cool. Ich widme es dem lieben Fritz. Lieber Fritz, du bist unser Schmerbel. Herzlich willkommen. Okay, dann würde ich sagen, weiter geht der Spaß. Hier gibt es Barschuft. Voltoball, Voltoball, Voltoball und einige Steinpilze. Ganz, ganz interessant. Aber wir wollten da eigentlich die nächste Stadt ansteuern. Und genau das steht auch heute auf dem Plan. Natürlich sammeln wir noch viele Items wie Tränke und Co. Aber ansonsten liegt der Fokus wirklich darauf, neue Gebiete zu erkunden. Überall diese Motoren. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig an allen vorbei. Und ich habe sogar einen Donnerstein gefunden. Ich weiß zwar nicht, welche Pokémon sich mit Hilfe eines Donnersteins entwickeln, aber vielleicht haben wir mal ein Elektro-Pokémon in unserem Team und können es dann direkt entwickeln. So, rasende Motoren. Ich glaube, das ist so ein wilder Auflauf. Ja, ich weiß nicht, wie nennt man das denn? Dieser Zulauf an unterschiedlichen, nee, nicht an unterschiedlichen, an gleichen Pokémon auf einem Feld, auf einem Fleck. Hopsala, jetzt habe ich mich vertippt. Ich wollte nicht auf die Karte, ich wollte eigentlich nur die Position wechseln. Jetzt ist Joshua vorne. Und da ist schon der nächste Gegner. Tick-Tack, Tick-Tack, ist die milde Taktik. Komm schon, lass uns sehen, wer von uns beiden mehr Glück hat. Ich oder du? Du oder ich? Ich bin Backpacker Fritjof. Und das ist mein Bämon. Okay, Bämon gegen Joshua. Wer wird die Nase vorne haben? Zeit, Eisenschädel einzusetzen. Nein, 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 nicht so schnell. Bämon, Holzgeweih. Interessant. Ich habe schon ewig nicht mehr gesehen, diese Attacke. Jetzt Eisenschädel. Sehr effektiv. Das haut richtig rein. Oh nein, komm zurück. Das war's dann wohl für mich. Ich habe verloren. Na toll. Hattest du jetzt Glück? Oder ich einfach nur Pech? Ich weiß es nicht, mein Lieber. Vielleicht beides? Nichtsdestotrotz geht es weiter. Hier gibt es eine TM und wir finden Psychofeld. Okay. Ein... Oh, ja, Koraidon, komm, wir laufen weiter. Wir haben noch vieles zu entdecken. Vieles, was vor uns liegt. Ein Würmchen. Und hier gibt es noch ein Pokéball. Da haben wir Top-Trank. Hier könnte ich sogar nach oben, theoretisch, mit einem schönen hohen Sprung. Wenn es uns denn gelingt. Timerball auch noch in der Tasche. Wunderbar. Und ich höre sogar ein Gierspenst. Komm ich darüber? Ja, ich hab's funktioniert. Ich hab's geschafft, wollte ich sagen. Ich habe es geschafft. Und da drüben ist sogar noch ein Elefant mit einem Pokéball. An den Pokéball würde ich gerne kurz rankommen. Und da ist ein Hypertrank gewesen. Gut. Sehr, sehr schön. Vorsichtig vorbei. Und wo ist Gierspenst? Ich habe ihn doch irgendwo gehört. Oben, oder? Ja, da ist er, da ist er. Ja. Gierspenst-Münze bekommen. Sternenstaub. Ein Kurtel. Kurtel haben wir noch gar nicht gefangen und noch gar nicht gesehen. Deswegen sollten wir auch hier gleich mal unsere Pokémon tauschen. Den Tering nach vorne und dann geht's los. Im Kampf gegen Kurtel. Diese Feuerschildkröte. Sonnenlicht wird stärker. Das ist der kleine Nebeneffekt. Die Fähigkeit von Kurtel. Wow, zieht das wenig ab. Ich weiß, bei Sonnenlicht sind die Wasserattacken schwächer.
Aber dass die so schwach sind? Okay, die Verteidigung von Kurtl ist auch extrem hoch, aber trotzdem. Wollen wir doch mal sehen, wie ich jetzt hier durchkomme. Einmal Taucherangriff. Flammenrad trifft uns nicht und wir kommen heraus und attackieren mit voller Wucht. Naja, okay. So viel zum Thema mit voller Wucht. Ziemlich stark war das jetzt nicht unbedingt. Aber wir bleiben dran. Stück für Stück werden wir dieses Pokémon schwächen. Jetzt setzt es Schutzschild ein. Ich versuch's mit Taucher. Und ich komme einfach nicht durch. Aber jetzt vielleicht. Ja. Sehr gut, sehr gut. Fast die Hälfte. Mit einem Augenzwinkern ist es die Hälfte. Vielleicht fehlen noch ein, zwei Kraftpunkte. Oh nein, nicht, dass es uns noch platt macht. Und nochmal Taucherangriff. Denn das dauert eine ganze Weile. Doch dann, nach dem Flammensturm, kam Nintérik wieder heraus mit einem Taucherangriff. Und der hat es in sich gehabt. Jetzt. Flammenrad. Schade, schade. Nintérik aber sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Komm erstmal zurück. Und ich schicke natürlich mein nächstes Pokémon in den Ring. Am besten Lilou. Denn Lilou hält eine Menge aus. Los geht's. Dann wollen wir dieses Kurtl doch mal fangen. Und zücken den Superball. Und Daumen drücken, damit es direkt auch klappt. Nein. Okay, vielleicht sollte ich auch mal einen anderen Ball ausprobieren. Timerball wäre vielleicht auch schon eine Lösung. Ich probiere es mal aus. Kann ja nicht schaden. Timerball. Daumen drücken und... Yeah. Klasse. Kurtl wurde gefangen. Das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Und mal sehen, was der Pokédex zu diesem Pokémon sagen wird. Im Inneren seines Panzers verbrennt es Kohle. Wenn es angegriffen wird, stößt es dicken, schwarzen Rauch aus und flieht. Okay, es bekommt den Namen Zacharias. Lieber Zacharias, ich widme dir Kurtl. Ich hoffe, du freust dich über dieses Pokémon. Gut. Jetzt würde ich gerne mal ganz kurz meine EP-Bonbons einsetzen. Denn meine liebe Katze steht kurz vor der Entwicklung und ich dachte mir, hey, das ist ja das einzige Pokémon, wie ihr wisst, welches ich nicht austausche. Deswegen kriegt es die EP-Bonbons, die ich habe. So, oh, da kann ich ja gleich alle auf einmal auch einsetzen, wenn ich möchte. Und jetzt schaut mal, 3000 Erfahrungspunkte, Level 36, Katze entwickelt sich. Es ist endlich soweit. Die letzte Entwicklung von meinem Starter-Pokémon. Und? Wow, wunderschön. Das sieht gut aus. Katze hat sich zu einem Maskagato entwickelt. Wow. Es ist jetzt sogar von Typ Unlicht. Es erweckt den Eindruck, als würde seine Blume schweben, indem es ihren Stiel mit der Reflexion des Fells an der Innenseite seines Mantels tarnt. Magier-Pokémon. Pflanze Unlicht. Ziemlich cool, das muss ich schon sagen. Katze versucht, Blumentrick zu erlernen. Das muss wohl die Signaturattacke sein des Pokémon. Samenbomben, okay. Blumentrick. Der Anwender greift an, indem er dem Ziel einen Trickstrauß zuwirft. Diese Attacke trifft immer und hat zudem eine Volltrefferquote. Wenn das eine Volltrefferquote hat, dann ist es tatsächlich besser als Samenbomben. Und deswegen kriegt Katze auch den Blumentrick. Cool. Und die EP-Bonbons, 5 Stück an der Zahl, setze ich auch alle ein. Und statte Katze damit auf 4000 extra Erfahrungspunkte. Cool. Sehr, sehr cool. Wenn man möchte, kann man jetzt tatsächlich davon sprechen, dass wir ein neues Pokémon in unserem Team haben. An sich ist es ja nicht neu. Es hat sich lediglich entwickelt. Aber es fühlt sich so an, weil Maskagato richtig, richtig cool aussieht. Also von allen drei Starter-Pokémon die letzte oder die schönste vollentwickelte Version, muss ich sagen. Also einfach katztastisch. Oder kann man das so sagen? Doch, auf jeden Fall. Und da ist noch ein, hey, ein Gespenst. Warum kann ich da nicht durch? Da scheint wohl eine unsichtbare Mauer zu sein. Moment, ich muss doch hier irgendwie an Gespenst kommen, oder? Hier. Das hat funktioniert. Und jetzt würde ich sagen, lassen wir doch mal Katze aus dem Sack. Wir lassen die Katze aus dem Sack. In dem Fall die Katze aus dem Pokéball.
Mascagato. Die liebe Katze kommt da, upsala, die kommt da jetzt raus. Und dazu setze ich sie nach vorne und schicke sie gleich raus, denn hier im Wasser gibt es nichts mehr. Und dann laufen wir hier diese Schneckennudel nach oben. Mal gucken, wie, boah, wie cool, wie cool. Wie Jeanne die Kamikaze-Diebin. Kennt jemand Jeanne die Kamikaze-Diebin? Also, wie so eine Superheldin. Mascagato ist wie eine Superheldin. Cool. So ein schönes Pokémon. Ein Maskeraden-Pokémon. Mit dieser dunklen Maske. Sehr stark. Okay. Und jetzt reiten wir nach oben. Kommt Mascagato da eigentlich hinterher? Oh ja, schaut mal, wie schnell sie läuft. Schaut mal, sie ist so schnell wie ich. So schnell wie Koraidon. Boah. Das Pokémon muss ja auch eine extrem hohe Initiative haben, oder? Oh, das gefällt mir richtig gut. Was für ein cooler Starter. Ich glaube, es mausert sich zu meinen neuen Lieblings-Pokémon. Und das sage ich wirklich selten. Okay, jetzt fliehen wir erst einmal. Ich werde euch aber im Laufe dieser Folge auf jeden Fall noch den Blumentrick zeigen. Also der Blumentrick ist nicht irgendein Trick, sondern tatsächlich der neue Angriff von Katze. Nein, Vorsicht! Voltoball explodiert. Was haben wir denn hier? Oh, ein Goldnugget. Lässt sich für satte 5000 Poké-Dollar verkaufen. Ziemlich cool. Und da vorne ist die nächste Stadt. Mascagato. Ich glaube, wir werden jetzt da vorne... Ah, wir haben einen Trainer. Sollen wir noch gegen den Trainer kämpfen? Komm, wir fangen erstmal Voltoball. Ich glaube, oh, das war so nicht geplant. Ich wollte eigentlich Voltoball fangen. Oder haben wir es schon gefangen? Keine Ahnung. Spannend, dass man in rauen Gegenden auch auf viele Pokémon mit rauem Charakter trifft. Ja, ja, ich spreche aus Erfahrung. Ich bin Yannis und ich bin ebenso ein rauer Typ. Los geht's, Finneon. Oh, das ist das perfekte Pokémon, um den Blumentrick auszuprobieren. So, mal sehen. Blumentrick. Katze läuft auf den Gegner zu und von Himmel fällt wahrscheinlich ein Blumenstrauß. Und dieser Angriff setzt immer einen Volltreffer obendrauf. Ist das nicht cool? Baldorfisch. Da kämpfen wir natürlich weiter und setzen ebenfalls den Blumentrick ein. Das trifft sich ja sehr, sehr gut. Blumendrück und kadabum, bam. Das hat gesessen. Ein Volltreffer. Es wurde besiegt. War nicht sehr effektiv, weil es auch von Typ Gift ist. Aber es hat ordentlich reingebrettert. Richtig reingesemmelt. Die Trainer hier sind auch ganz schön rau. Hm, spannend. Ja, du warst doch auch ein rauer Kerl, oder? So, da vorne gibt es Laster. Zwei Laster. Summa summarum zwei Mews unter dem Laster, die sich fangen lassen. Kleiner Scherz. Und ein Voltoball. Dreht hier wortwörtlich seine Runden und explodiert. Na, toll. Was haben wir denn hier? Kravaloro. Oh, Zwiebs. Wir haben wieder die Möglichkeit, ein Zwiebs zu fangen. Das ist mir damals entwischt, beziehungsweise ich hatte es, glaube ich, besiegt. Aber jetzt werden wir es mal vorsichtig attackieren mit einem Bissangriff. So. Oh ja, perfekt. Zugabe. Aber Katze möchte keine Zugabe geben. Katze möchte dieses Zwiebs jetzt fangen. Und interessanterweise sehe ich links ein Hariyama. Vielleicht gelingt es uns auch, dieses Pokémon noch zu fangen. Das wäre ja cool. Das ist die Weiterentwicklung von Makuhita. Und wir haben Zwiebs gefangen. Das ist so cool, dass ich das tatsächlich in mein Team aufnehmen möchte. Finde ich irgendwie lustig, dieses Pokémon. So, Zwiebs. Zwiebs arbeiten perfekt im Team zusammen. Sie nagen mit den Vorderzähnen Material für den Nestbau ab und tragen es dann davon. Ich widme dieses Pokémon Nikolai und Luca. Ja, gleich zwei Personen. Das sind zwei Brüder und der dritte Bruder, der älteste Bruder sozusagen, das ist der Joshua. Und der ist ja ebenfalls in unserem Team. Er ist Schlurm. Jetzt haben wir die drei Brüder in einem Team. Zwiebs, weil es zwei kleine Mäuse sind für Nikolai und Luca. Und wir haben natürlich auch noch Joshua. So, Hariyama. Entschuldige bitte, wir wollten dich nicht stören, allerdings mal kurz Hallo sagen. Erst einmal beginnen wir mit einem Blumentrick. Nur für dich, mein Lieber. Und... Bi-
Volltreffer. Landet doch immer einen Volltreffer. Und war tatsächlich zu stark. Makuhita Schweiß bekommen. Tut mir leid. Dann fangen wir wohl erstmal kein Hariyama. Früher oder später werden wir schon wieder die Möglichkeit bekommen. Pinchores. Wir sind in Pinchores angekommen. Keine Stadt, in der es eine Arena gibt. Aber bestimmt eine Stadt, um ein bisschen zu verweilen. Um eine schöne, gute Zeit zu verbringen. Hier gibt es unten ein Pokémon-Kampffeld. Und ansonsten, ja, viele Bewohner, die das Leben hier genießen. Ohne meinen Waggon wäre ich auf der Arbeit schon ziemlich aufgeschmissen. Es packt nicht nur kräftig mit an, sondern leistet auch immer moralische Unterstützung. Oh, das ist toll. Also ein richtig toller Partner. Partners in Crime. So, wenn wir schon mal hier sind, werden wir natürlich unsere Pokémon heilen. Das ist ja selbstverständlich. Hallo Schwester Joy, heile mich von der Leidenschaft, die mich so schafft. Sagt man doch in Rokkos Lied aus dem Anime. Erste Generation, erste Staffel. Vielen Dank für deine Geduld. Ja, danke schön, danke schön. Willkommen in meinem Pokémon Supermarkt. Was möchtest du hier tun? Ich würde gerne ein paar Superbälle kaufen. Das ist ja das Nonplusultra aktuell für mich, weil ich bis dato noch keine Hyperbälle kaufen kann. Hoffentlich dann nach dem nächsten Orden. Das wäre dann der vierte Orden. Wann auch immer das dann bei mir sein wird. Aktuell steht das ja nicht auf dem Plan. Ich hatte ja ursprünglich vor, in die Psycho-Arena zu gehen, aber ja, da kam was dazwischen. Ihr wisst ja. So, hallihallo. Sandwiches. Mein Kind ist ein Sprachgenie. Das ist einfach nur delicious, bueno. Und was sagt sie noch? Oishi. Oishi ist bestimmt japanisch. Willkommen bei Butter und Brot, wo wir Sandwiches lieben. Was gibt's denn hier für Sandwiches? Interessant. Soll ich Tropen-Sandwich nehmen? Das Tropen-Sandwich lächelt mich irgendwie an, auch wenn ich keine Meeresfrüchte mag. Und das sieht so nach Meeresfrüchten aus. Okay, wir probieren's einfach mal. Oder was sind das? Avocado und Würstchen? Na, ist eine gute Kombi. Oh, wow. Ich liebe es und all meine Pokémon auch. Kampfdrache und so weiter und so fort. Wir lieben Sandwiches. Ja, ich habe schon genug Sandwiches. Du bist es. Mir sind da ein paar neue Rezepte eingefallen. Du kannst so neue Sandwiches zubereiten. Mit diesen Rezepten kriegst du Sandwiches hin, die jedem das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Probier sie gerne mal aus. Wenn mir neue Rezepte einfallen, bringe ich sie dir natürlich auch bei. Ja, das will ich doch schwer hoffen. Hau rein! Ich bin dabei! Da ist ein Waggon. Und was sagt der? Was für eine Überraschung. Nein, Waggon. Wie es auf dem Kissen hin und her fährt. Einmal umgeparkt. Ich wollte eigentlich mit dem Mann reden. Okay, irgendwie kann ich nicht mit dem Mann reden. Aber gut, dann gehe ich einfach raus. Raus aus dem Haus, in die Welt hinaus. Die Welt ist ein Blumenstrauß. Wo will ich denn hin? Sollen wir tauschen? Oh, ich bin ein Kuriositätensammler und ich liebe Bronzel über alles. Was hältst du von einer glückverheißenden Kuriosität im Tausch gegen 10 Bronzelsplitter? Ich habe keinen Bronzel. Ach so, schade. Ja, dann tschüss. Was sind Bronzelsplitter? Was soll das bringen? Und Sie trainieren hier? Nach der Arbeit tragen ein paar Freunde und ich gern Pokémon-Kämpfe auf dem Kampfplatz aus. Ich bin 50 Cent. Oh, das war 50 Cent. Okay. Man lernt immer Persönlichkeiten im Spiel kennen. So, die spielen hier alle. Und das war schon mit der Stadt. Dann gibt's noch zwei kleine Stände mit Eis und so weiter und so fort. Oder Langosch oder was sie da anbieten. Aber wir gehen jetzt weiter. Wir gehen zur Tanke und dann, zur Tanke nicht direkt, wir waren ja schon an der Tanke. Aber wir können jetzt hier weiter. Oh, da oben, ist ja gar nicht so weit weg. Die Giftarena. Komme ich da überhaupt hin? Kann ich diesen Weg hier wählen? Ich kann es ja mal so ausprobieren. Also einfach nur da hoch. Dann wollen wir doch mal sehen, was es hier so für Pokémon gibt. Mescloris-Passage. Oh, wow, Pyroleo. Die weiterentwickelte Form von
Leufeo. Welches Pokémon setze ich denn da nach vorne? Ich habe eigentlich nur Sarah als Option. Oder Nikolai und Luca. Ich probiere es mal so. Oh, da hinten sehe ich noch ein Galagladi. Entschuldigung, ich will nicht stören. Oh, jetzt störe ich extrem und werfe sogar auf das falsche Pokémon. Hallo, Leufeo. Was? Level 35. Hört mir doch auf. Warum sind das wieder so bestialisch hohe Level? Nun gut. Sie kommt auf mich zu. Okay. Wo werf ich denn hin? Ey, das gibt's nicht. Mein Charakter, meine Figur kann einfach nicht werfen. Nun gut. Nochmal flüchten. Nochmal fliehen. Und dann sprechen wir mit Pyroleo. Pyroleo, wo bist du denn jetzt? Ist Pyroleo... Ah, nee, da ist sie ja. Hallo. Habe ich sie jetzt überrascht? Wahrscheinlich nicht. Oh, was laufen hier für Pokémon rum? Ich glaube, hier gibt es richtig tolle Pokémon und richtig stark auch. Knuddlerangriff. Ich glaube, das ist das Beste, was ich hier machen kann. Oh, Mann, oh. Ist das stark. Oh, ziehe ich wenig ab. Oh, ich sollte mein Pokémon lieber tauschen. Sonst geht das noch in die Hose. Zeit, Sarah ins Spiel zu rufen. Sarah, wir brauchen deine Unterstützung. Los geht's. Aber hier gibt es echt coole und interessante Pokémon zu fangen. Da bin ich schon sehr gespannt. So. Pyroleo erleidet einen Rückschaden. Aber jetzt gibt's erstmal einen schönen Steinwurf. Und Widerhall war auch stärker, als ich dachte. So, jetzt komm. Ja, sehr effektiv, aber nicht ausreichend. Ich probier's direkt. Ich bin mal so mutig. Superball, los! Bitte, 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 es muss direkt funktionieren. Bitte! Ja, wie cool! Klasse, Pyroleo wurde gefangen. Das war ein erfolgreicher Wurf. Katze versucht, Nachthieb zu erlernen. Ein schöner Unlichtangriff, da vergesse ich natürlich Biss. Wer braucht schon Biss, wenn er Nachthieb hat? Cool. Mal gucken, was der Pokédex sagen wird. Pyroleo, die Weibchen arbeiten zusammen, um Beute zu erlegen und stellen so sicher, dass ihr Rudel nicht hungern muss. Ich widme es Aisha. Liebe Aisha, du bist Pyroleo. Die Löwin. Sehr toll. Okay, und oh, was passiert jetzt? Ah, Nikolai und Luca entwickeln sich. Ah, wie süß. Cool, dass sich die Mäuse direkt weiterentwickeln und dadurch stärker sind. Und wir haben einfach 4 Mäuse. Nikolai und Luca haben sich zu Famieps entwickelt. Süß. Famieps. Auf einmal waren sie zu viert. Die Gruppe wirkt wie eine Familie. Doch ob das wirklich der Wahrheit entspricht, ist unklar. Na, zumindest haben wir 2 Brüder und das sind Nikolai und Luca. Wer die anderen 2 sind, das dürfen die 2 Brüder selbst entscheiden. Okay. Dann waren wir ziemlich erfolgreich. Wie wird es weitergehen? Tippt auf dieses Video, um was anderes Tolles sehen zu können. Bleibt katztastisch!